Ja, ihr Lieben. Der gute Pavle ist von uns gegangen. Freud und Leid liegen ganz nah beieinander. Es tut mir so leid. Was muss dieser Penner auch gerade zur Tür reinkommen, wenn ich fliehen will, ja? Oh nee. Es tut mir leid, Pavle, tut mir leid. Ich habe auch überhaupt keine Ambition, dich zu rächen. Bruno ist traurig, jetzt sind sie alle traurig. Alle. Ich möchte nicht wie Pavle getötet werden. Vielleicht könnte ich ja im Unterschlupf bleiben, während jemand anders rausgeht, um nach Vorräten zu suchen. Ja, das ist auch ein bisschen egoistisch von dir, Bruno. Also dafür sollte ich dich fast losschicken, ihn zu rächen. Ach, verdammt, das gibt's gar nicht. Das gibt's einfach nicht, ey. In Prokron wird derzeit mit Zigaretten und Tabak bezahlt. Diese Güter gehen der Stadt allerdings langsam aus. Ja, das ist wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ach Gott, das mit Pavle geht mir gerade nicht runter, ehrlich gesagt. Das deprimiert mich wirklich. Also, unsere Leute deprimiert's auch. Alle laufen so mit hängenden Köpfen rum. Zu essen haben wir auch nichts. Wir haben gar nichts, ja, wir haben nichts. Pavle wurde letzte Nacht getötet. Ich bin froh, dass das nicht ich war. Ich muss vorsichtig sein. Ja, du, dich habe ich auch noch gar nicht losgeschickt, Kumpel. Oh Mann. Ich bin jetzt auch deprimiert, muss ich ehrlich sagen. Also. Ganzen Vorräte weg. Ja, Pavle ist letzte Nacht nicht von der Suche nach Vorräten zurückgekommen. Er wird uns fehlen. Ja, vor allem mir wird er fehlen, ne? Er war mein Hauptlieferant praktisch. Lebensmittel. Wir haben alle Hunger. Wir haben nichts zu essen da. Ach shit. Nee, nee, penn du ruhig weiter. Ich glaube, dich schicke ich als nächstes los. Aber dann nicht gerade in Krisengebiete. Die Musik ist so unpassend. Jetzt könnte mal ein Händler kommen oder sowas, weil wir haben gar nichts da. Wir haben nichts. Pavle ist tot. Das Messer ist jetzt natürlich auch weg, wenn ich jetzt hier draufklicke. Müssen wir uns ein neues herstellen, glaube ich, ne? Ja, das werden wir tun. Die Schaufel müsste auch weg sein. Ja, stellen wir her eine. Ach Mann, ey, das ist wirklich knallhart. Ein Fehler, ein verdammter Fehler, weil ich nicht aufgepasst habe. Und Pavle ist tot. Also das Spiel ist wirklich gemein. Das bestraft knallhart jeden gottverdammten Fehler. Es tut mir leid. Können wir gar nicht mehr herstellen. Die Musik nervt mich. Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ich euch wieder aufmuntern soll, ehrlich gesagt. Fällt mir nichts ein. Ja, ich hätte einen Filter, aber ich habe sogar drei Filter. Brennstoff habe ich auch noch genug. Destillateur nicht. Wir brauchen dringend Holz und Schrauben. Der ist noch müde. Der hat ausgeschlafen. Kann sie ja auch nichts irgendwie kochen, ne? Ich das nicht irgendwie aufwerten. Ich habe nichts zum Aufwerten. Nichts. Das mit den Brettern geht auch noch nicht. Was fehlt denn dazu eigentlich? Ja, neun Holz. Das wäre gerade das gewesen, was Pavle
mitgenommen hat. Ich warte gerade noch, ob ein Händler vorbeikommt. Sie kriegt mich auf, ehrlich gesagt. Habt ihr gehört, was das Militär in Gravia gemacht hat? Nö, was hat's denn gemacht? Ja, ich weiß, du willst Tabak. Aber ich hab nichts. Kann dir meine Zigaretten anbieten. Ja, ich frage mich auch, wie lange das noch dauert. Wir brauchen was zu essen, genau. Oberste Priorität ist, was zu essen. Warum haben wir es eigentlich? Ist noch nicht Winter. Pavle, Pavle, es tut mir leid. Ich glaube, der Händler kommt nicht mehr. Ja, ich weiß, dass du essen würdest. Ja, du bist auch Kaffeetrinker, ne? Ja, ihr seid alle hungrig, ich weiß. Ja, gestern war er noch bei uns und jetzt. Und er denkt nur ans Augen. Ja, wir können nichts tun. Wir haben nichts, wir können nichts. Und ich glaube, der Händler kommt jetzt auch nicht mehr. Dann mache ich mal einen Tag beenden. Ach Gott. Beiden sind traurig. Ich könnte mit ihm plündern gehen. Ja, mache ich auch so. Die handeln gerne. Kleines Wohnhaus. Ja, gehen wir in das kleine Wohnhaus. Dietriche könnten nützlich sein. Haben wir das überhaupt noch? Einen haben wir. Uch, da nehme ich eine Schaufel und Dietrich mit, oder? Ja, ich denke, das reicht. Ach Gott, der gute alte Pavle. Sein Leben riskiert für ein paar Barren Holz. Ich sollte vorsichtig sein. Ja, Gerüchte über Banditen. Das ist er der Nächste, der stirbt oder so. Das will ich natürlich vermeiden. Ich habe jetzt ja auch kein Messer mehr und nichts. Das Messer hat uns eh nichts gebracht. Ich werde ganz vorsichtig sein. Da unten ist auch etwas. Das lief so gut. Also ich bin ein bisschen frustriert. Oh Gott, da ist etwas. Oh Gott, geh hoch. Ich muss mich um meine Eltern kümmern. Mein Kühlschrank, das ist natürlich geil. Ah, ne, erstmal hier. Ich hab Angst. Da oben stehen auch welche rum. Aber Essen, Essen, lass da Essen drin sein. Oh yeah, Baby. Oh, ich brauche noch mehr. Ja, nur ein Holz. Ein Holz ist natürlich doof. Ich lasse das mal da. Ist das Kräuter? Eine Zigarette hätten wir dann. Aber Wasser könnten wir auch gebrauchen. Also es ist gerade ein bisschen schwieriger zu überlegen, was wir alles benötigen. Ich glaube, ich lasse das mal so. Vorerst. Oh Gott, da kommt jemand. Ja? Da schläft jemand. Oh Gott, Essen. Schnell weg. Oh oh. Was? Okay, ich renne. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Oh, Roman ist zurück, Gott sei Dank. Aber die haben uns jetzt bemerkt, ey. Das ist so verflucht fies. Ja, ein bisschen was haben wir ja mitgenommen. Tag 12. Ich
Ich würde auch gern mal was zum Handeln freischalten, ehrlich gesagt. Da gibt es nämlich so einen Handelsplatz. Und mit diesem Handelsplatz könnte man echt voll gut ein paar Dinge besorgen, und zwar mal in friedlicher Mission. Naja, ein bisschen haben wir was mitgebracht, das heißt, wir werden wohl nicht verhungern. Hoffe ich. Gute Bruno muss dringend was kochen. Zwei Sachen können wir herstellen. Wir können, ja, zwei Sachen, das langt auch, ne? Erstmal, dann geben wir Bruno was zu essen, weil der ist sehr hungrig. Und dann wird er wahrscheinlich noch deprimierter, wenn er nichts kriegt. Oh, die Bio. Jemand etwas Nahrung übrig? Ja, du bist gerade am Mampfen. Wichtig ist, dass wir Vorräte haben. Wie wir sie bekommen, ist irrelevant. Ja, sagst du, der Koch des Hauses. Natürlich. Dann hier Katja. Wenn wir überleben, können wir Roman dafür danken. Ah, sie sind jetzt deprimiert, weil er die ausgeraubt hat. Ach so. Shit. Ah, Zigaretten und Tabak wird gerade gehandelt. Okay, da gibt es irgendwie nichts. Musik. Nicht gerade sehr passende Musik, aber vielleicht heitert sie uns ja auf. Roman ist auch deprimiert. Ich habe nicht vor, hier zu sterben. Wenn das bedeutet, dass ich ab und zu sterben muss, dann werde ich es tun. Ja, das sehe ich auch so. Oh Mann. Du bist müde, das heißt, du pflanzt dich hier mal hin. Beziehungsweise du redest erstmal mit ihr. Ich glaube, das hilft auch, wenn die miteinander reden. Oh, es ist jemand an der Tür. Kannst du Katja? Katja, komm. Unterbrich mal dein Gespräch. Ey, Katja! Ach Gott, das kann ich jetzt gar nicht unterbrechen. Das ist schlecht. Ich weiß, ich weiß. Der bleibt nicht ewig an der Tür stehen, oder? Es ist hoffnungslos. Wir müssen weitermachen. Sehe ich auch so. Ach, herstellen können wir wieder nichts. War so klar. Katja, du musst jetzt aber, du musst, oh Mann, oh Mann, es tut mir leid, du hast recht. Ja, komm, Katja, du musst an die Tür, Mädel. Das kann man scheinbar nicht unterbrechen hier. Okay, ich habe hier noch Zeug. Ich stell das mal her. Seid ihr jetzt fertig? Immer noch nicht. Katja, nachher geht er. Ich habe Angst, dass der geht. Steht er nämlich schon eine Stunde an der Tür. Ich kann das nicht unterbrechen. Jetzt komm, Katja. Reiß dich zusammen. Es sind Kriegszeiten. Huch, jetzt bin ich mit Roman hier rumgelaufen. Also, ihr seht, ich bin noch gar nicht richtig auf der Höhe. Verdammt nochmal, es ist gefährlich hier draußen. Ja, ich komme ja schon. Ich hatte ein ernstes Gespräch. So. Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Gemüse könnte man gebrauchen. Fleisch könnten wir auch gebrauchen. Fleisch hätte ich gerne. Was kann ich dir dafür bieten? Kaputte Waffe. Das ist nicht genug. Eigentlich war das mein voller Ernst, aber okay. Kräuter vielleicht. Ach komm. Boah, jetzt habe ich ja nur noch zwei. Das ist ziemlich teuer. Mit Dosen sind wir eigentlich gut eingedeckt. Oh, Dietriche. Okay, die können wir zur Not auch selber herstellen. Aber was wir dringend brauchen, ist Holz. Was kann ich ihm dafür anbieten? Ein Dünge.
Das reicht nicht. Shit. Was kann ich denn tauschen? Pistolenpatronen. Na. Ah, gut. Können wir uns einigen. Das will er mir doch. Ah, Wasser brauchen wir auch noch, stimmt. Oh, ist alles wieder viel zu teuer hier. Aber nur zwei Wasser, ich weiß nicht. Ich will ihm eigentlich keine Dose geben. Was machen wir jetzt, Leute? Ach, ist schon so bemessen. Ja, okay, dann. Ich glaube nicht, dass es so ein guter Handel war, aber okay. Ich meine, wir sind ja auch deprimiert, also von daher. Und hungrig sind wir auch. Komm, Katja, du musst was essen. Du musst wahrscheinlich nochmal los. Obwohl ich nicht weiß, ob das so klug ist, wenn wir Katja nochmal losschicken. Die ist mir zu deprimiert. Aber die sind alle deprimiert. Also von daher bin ich auch noch müde. Und Bruno. Ja, Bruno, denkst du wieder nur ans Rauchen? Jetzt mal gucken. Ein Sessel könnte ich herstellen und einen Stuhl. Ja, super. Ich würde gern nochmal nageln hier. Na, ah, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ich hab schon Angst, wenn der Winteranbruch kommt, das wird übel. Kann ich das so kontrollieren, Mann? Der Köder ist noch da. Ja, ich hoffe auch, dass wir das fangen werden. Huch, jetzt habe ich Bruno eingeschlossen, sorry. Ja, Bruno, ich schätze mal, dir gebe ich noch eine Konservendose. Kannst du dich nochmal mit Katja unterhalten, die ist total deprimiert. Und hungrig ist er auch. Gebe ich ihr noch mal was zu essen. Und er ist traurig. Fühlt sich besser an. Ja, das freut mich, dass sich das besser anfühlt. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die Depression von Katja eindämmen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass da bald was zu essen drin ist. Bruno, kannst du eigentlich noch was kochen? Wir haben ja jetzt was ertauscht, falls wir ausgeplündert werden. Ich glaube, vom Herd klauen die nichts. Das wird jetzt eh nicht mehr reichen. Nee, dazu fehlt Wasser. Fehlt Wasser. Okay. Jetzt geht's eh gleich wieder los. Ab in die Nacht. Oh je. Ja, ich glaube, deprimiert kann sie auch nicht gut falschen. Er ist hungrig und traurig. Ich werde ihn Wache stehen lassen. Katja ist deprimiert, aber sie hat einfach ein paar Slots mehr. Wie mache ich das jetzt? Er ist traurig. Darf schlafen. Oh, ich lasse ihn auch Wache stehen. Und sie geht plündern. Ja, aber das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Das mache ich so. Und wo gehe ich hin? Ins Krankenhaus vielleicht? Sind aber nicht verletzt. Das Bordell. Wer für eine Dose Fleisch flachgelegt werden möchte. Ja gut, schicken wir Katja dahin.
Bewachtes Gebäude. Ich will eigentlich jetzt echt nicht nochmal mich in Gefahr begeben. Ich glaube, ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Schaufel sollen wir mitnehmen, das machen wir. Eventuell noch ein Brecheisen, ein Dietrich. Ach komm. Brecheisen nehme ich noch mit. So. Das müsste sicher sein, der Ort. Also ich habe jetzt auch echt keine Lust, mich nochmal in Be Gefahr zu begeben, ehrlich gesagt. Überhaupt keine Nerven dafür momentan, nach Pavles Tod. Boah, da haben wir schon gut aufgeräumt, ehrlich gesagt. Ich glaube, da waren Ratten, aber da könnten inzwischen auch Leute sein. Jetzt hätte ich doch das Brecheisen mitnehmen sollen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Bleib mal hier unten. Ich riskiere nichts. Ah, das sind Ratten, das sind Ratten. Okay. Das sind Ratten. Nicht da oben auch. So, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich schon alles ausgeraubt habe. Ah ja, hier hatten wir doch was. Oh, das Spiel schafft mich. Jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen was Gutes plündern kann. Ah, oh, das ist gut, Holz. Das ist sehr gut. Waren wir im Keller eigentlich schon? Ich glaube ja, ne? Oder haben wir noch was? Ja, das mit Pavles Tod, das geht mir einfach nicht wirklich runter. Das lief so schlecht. Hier hoch. Jetzt lass den Kopf nicht so hängen. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Ich glaube, da war ich schon. Ich habe die Schaufel mitgenommen, ne? Ich hätte das Brecheisen mitnehmen sollen. Okay, wenn das jetzt ein Mensch ist, echt, dann kotze ich hier so ab. Das scheint eine Ratte zu sein, Gott sei Dank. Ich habe keinen Bock mehr auf Action. Ich bin für die nächsten Folgen echt mit Pavles Tod bedient. Sowas von. Ich habe doch schon voll hier alles ausgenommen. Ja, ne, da war ich schon überall. Diese Menschen. Hi. Guten Abend. Schleich dich nicht so an. Ja, soll ich rennen oder was? Leg du dich mal wieder hin, genau. Erst Tür zu machen. Ich will nicht, dass der mich sieht. Aber besonders viel gibt es hier nicht. Ja, mit der Schaufel komme ich ja auch nicht ran. Also das nächste Mal muss ich mir echt merken. Da brauche ich jetzt ein Sägeblatt, ja. Oh, geil. Das ist geil. 2, 4, 6, 8 Holz. Nehme ich jetzt Wasser oder Werkzeug mit, ja? Ich glaube, ich nehme noch ein paar Schrauben mit, ne? Wasser könnte ich noch ein bisschen was lagern, ne? Ja. Okay, jetzt bin ich voll. Guck mal trotzdem mal. Schläft der oder ist der tot?
Können wir gleich herausfinden. Ich glaube, der ist tot. Ein bisschen die Uhr im Blick halten. Was ist das? Eine Notiz an jemanden. Ich habe so wie du wolltest hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe da bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Hinter dem Kühlschrank. So. Gehen wir da hin. Hier. Mal sehen. Oh, Essen. Essen ist gut. Essen ist sehr gut. Aber was lasse ich jetzt dafür da? Ich glaube, die elektrischen Teile. Ein Alkohol wäre auch nicht schlecht, vor allem als Tauschmittel. Aber wir haben keinen Platz mehr. Gut, dann gehen wir wieder. Aber wenn ich jetzt brenne, fassen die das nicht als Angriff auf. Der ist eh tot. Ja, gehen wir zurück. Das reicht soweit. Wir machen mal ein bisschen schneller. Sie ist deprimiert, dann ist sie wahrscheinlich auch langsamer. Ist gut, dass wir uns früher auf den Weg gemacht haben. Ja. Gut. Katja ist zurück. Hat ein bisschen Lebensmittel mitgebracht. Ich denke, wenn die zu deprimiert sind, verlassen die auch die Gruppe, was ziemlich schlecht wäre. Ah, ich bin wieder da, Leute. Ja, hoffentlich bist du jetzt auch ein bisschen besser gelaunt. So, wir wurden natürlich wieder ausgeplündert. Sie waren aber nicht entschlossen, Gott sei Dank. Ja, super. Ja, an dieser Stelle mache ich eine kleine Pause, Leute. Ich wünsche euch was und ich trauere immer noch um Pavle. Es tut mir echt leid, das war ein dummer Fehler von mir. Bis dann, macht's gut und ciao.